Was geht ab, Friends? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie gewohnt, ich lese viele Kommentare und wenn ich ein Video bringe zu einem Thema, das kontrovers ist, gibt es positive Kommentare und es gibt negative Kommentare. Und da ich mich mit allem auseinandersetze, denke ich mir oftmals, wieso schreibt diese Person das oder wieso schreibt eine Person was anderes? Und wenn ich der Meinung bin, dass es berechtigt ist, dann nehme ich das Ganze an. Aber wenn ich der Meinung bin, dass etwas komplett bescheuert ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich ignoriere es oder lösche es sogar, wenn es beleidigend ist, oder ich antworte drauf. Dass ich auf Kommentare antworte, auch schon häufiger gemacht habe, bedeutet nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich rechtfertigen muss, sondern ich will damit zeigen, dass ich drüber nachdenke, was ihr sagt und was ihr schreibt, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Und deswegen habe ich eine Formatidee, und zwar diese Formatidee wird immer wieder Kommentare rausnehmen, ob positiv oder negativ, und ich werde darauf in dem Video antworten. Das heißt, ich stelle mich euch, ich stelle mich dem, was ihr geschrieben habt, und ich hoffe dadurch auch bewirken zu können, dass ihr häufiger kommentiert, was ihr denkt, auch wenn es negativ ist, aber auf eine höfliche, respektvolle Art und Weise, denn es juckt mich und es interessiert mich wirklich sehr, was die Leute denken, die mir zusehen, die meine Videos sich angucken, und ja, ich antworte jetzt darauf. Ich habe mir wieder ein paar Kommentare gepickt und ich hoffe, das unterhält euch, das eine oder andere ist lustig, das eine oder andere nicht. Heute werde ich die Kommentare picken zu dem Video, was ich gemacht habe, zu dieser ganzen Hydro-Hype-Sache bei Marvin. Vor allem, zu Beginn möchte ich eine wichtige Sache klarstellen. Ich habe in diesem Video, ich weiß nicht, wie manche ticken, aber ich habe in diesem Video mehrfach gesagt, ey Digga, dieser ganze Hate ist zu Recht. Ich würde niemals meine Community belügen. Das, was die gemacht haben, ist unentschuldbar. Jeder Vorwurf, der jetzt gemacht wird, ist zu Recht. Ich habe nicht verstanden, warum einige Menschen dann darunter kommentiert haben mit, ey, aber das, was die gemacht haben, ist doch voll unkorrekt und warum stellst du dich jetzt auf deren Seite? Obwohl ich in dem Video mehrfach gesagt habe, ich stelle mich auf keine Seite. Der Punkt ist folgender. In meinem Video ging es gar nicht darum, ob das korrekt ist, was die machen oder nicht. Ich habe gesagt, ja, die machen das. Mir ist bewusst, dass sie das machen. Vielen anderen auch. Aber es ging gar nicht darum, was die machen, gut zu reden, sondern das, was Marvin in seinem Video gemacht hat, ein bisschen besser zu verstehen und zu durchleuchten. Denn am Ende des Tages wurde sehr viel Negativität mit diesem Video verursacht. Und wenn etwas nicht passt, ein Verhalten mir nicht passt, jemand beleidigt mich, jemand bestiehlt mich, jemand betrügt mich, dann kann ich hingehen und kann dieser Person auf die Schnauze hauen. Aber die Frage danach ist, ob deren Unrecht es fertigt, dass ich Unrecht mache. Und darum ging es mir in meinem Video. Ich finde es schon gut, dass Marvin anspricht, was diese Personen gemacht haben. Aber ich finde nicht, dass es unter den Deckmantel des Journalismus fällt. Denn Marvin hat ja auch sehr viele Absagen kassiert. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Ich hoffe, ihr hört genau zu. Er hat doch sehr viele Absagen kassiert. Stellt euch mal vor, Marvin hätte auch mich angeschrieben. Und ich hätte gesagt, ey, Marvin, das Produkt ist scheiße, ich werbe dafür nicht. Das kam im Video gar nicht vor. Er hat nicht gesagt, wer abgelehnt hat. Er hat nur gesagt, wer zugesagt hat. Das heißt, er hat seinen Fokus, wenn das als Lichtstrahl zu sehen ist, seinen Fokus nur auf die Leute gelenkt, die Scheiße gebaut haben und nicht die, was Gutes gemacht haben. Und dann gibt es immer wieder Leute, die zu mir sagen, ey, du deckst doch auch Leute auf, du expost doch auch Leute. Ich versuche aber, wenn ich so ein Video mache, immer gute Worte zu finden und die Person maximal positiv darzustellen. Als Beispiel, ich habe ein Video gemacht, wo ich Freunde anrufe und sage, ey, würdet ihr mir Geld leihen, würdet ihr mich bei euch übernachten lassen und sonst was. Dieses Video war doch extrem positiv, durchweg positiv. Niemand ist in einem schlechten Licht davongekommen. Und der Unterschied zwischen meinem Video und dem Marvin-Video ist, dass durch das Video von Marvin sehr viel Hate auf die Menschen übergesprungen ist. Ey, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Hate schon bei mir ankommt, wenn ich mal eine falsche Story poste oder so, womit ich vielleicht ein paar Leute kitzel. Ich will mir gar nicht vorstellen, bei so einem Video, was Millionen Klicks gemacht hat, wie viele Beleidigungen auf diese Frau gegangen sind und auf diese Frauen besser gesagt. Und ich finde es halt schade. Es gab auch Leute dabei, die das abgelehnt haben, weil sie gute Menschen sind und die haben gar keinen Hack bekommen in diesem Video an, so gesehen. Die wurden komplett einfach außen vor gelassen und nur auf die negativen Punkte wurde eingegangen. Und das macht unsere Gesellschaft nicht besser, sondern am Ende des Tages schlechter, weil das hat so viele Beleidigungen provoziert. Und ich glaube, dass das Unrecht von diesem Video, was durch dieses Video ausgestrahlt worden ist und provoziert worden ist, deutlich stärker ist, als dass die Werbung gemacht hat für dieses Gleitgel. Meine Meinung kann falsch liegen, kann richtig liegen. Ich küsse eure Herzen, dass ihr trotzdem das Video geguckt habt, kommentiert habt. Jetzt wollen wir direkt loslegen mit ein paar Kommentaren unter diesem Video.
Video. Wir fangen an mit Buba Ja. Er schreibt, es geht ja nicht darum, dass Marvin jemanden zu etwas getrieben hat. Es geht darum, dass die Videos zeigen, dass diese Influencer für etwas werben, weil sie dafür bezahlt werden. Diese Leute würden niemals für ein extrem gutes Produkt kostenlos werben, selbst wenn sie Multimillionäre wären. Was heißt für dich Influencer? Influencer ist doch jemand, der eine Reichweite hat. Ich selber habe im letzten Video mich da rausgenommen, aber viele von euch haben mich da reingepackt. Also jetzt frage ich dich, was bedeutet Influencer? Denn ich habe oft, sehr oft Werbung gemacht für Produkte, ohne Geld dafür bekommen zu haben. Sehr, sehr oft sogar. Ich habe diese Bonbons von DM bekommen, diese Gläser mit meinem Gesicht drauf, Werbung für gemacht. Wenn ich mir Produkte kaufe, ein Mikrofon oder sonst was, was gut ist, mache ich Werbung dafür. Sag, ey Leute, das ist krass, kauft euch das auch. Eigentlich mache ich fast nie bezahlte Kooperationen und dann auch nur, wenn ich der Meinung bin, dass es ein bisschen was bringt. Und selbst dann bin ich ehrlich. Als Beispiel, ich habe mal für Smile Secret geworben und ich habe bei jeder zweiten, dritten Kooperation mit denen immer in den Stories auch gesagt, ey, wenn ihr keinen Bock habt, kauft das nicht. So, es macht eure Zähne danach nicht ultra weiß, sondern ein paar Nuancen heller. Am Ende des Tages muss man offen und ehrlich bleiben. Und ich denke, dass wenn du sagst, diese Influencer, dann nimmst du diesen kleinen Teil, der Scheiße baut, und dieser große Teil, der auch bei Marvin abgesagt hat, ihr erinnert euch, er hat über 20, 30 Sticker bedruckt und er hat euch bis jetzt 3 Leute präsentiert, die Scheiße erzählt haben. Das heißt, es ist ein Bruchteil davon. Ich denke mal, dieser Großteil, der versucht ehrlich zu bleiben, der wird halt außen vor gelassen und in den Dreck gezogen durch solche Videos. Und deswegen habe ich gesagt, ey Leute, achtet lieber drauf, was ihr sagt und wie schnell ihr ein Urteil fällt. Der nächste Kommentar ist von PTRWLND. Er sagt, Digga, egal was passiert auf YouTube, Maestros Meinung interessiert mich immer am meisten. Er geht so neutral und clean an Sachen ran. Wallah, ich liebe ihn, no homo. Ich küsse dein Herz. Weißt du, wie viel mir sowas bedeutet, wenn du sowas schreibst? Und das Ding hat auch noch sehr viele Likes bekommen. Wirklich, es macht mich ultra glücklich, dich in meiner Community zu haben und dass ihr so viel Wert auf meine Meinung legt. Ich versuche auch immer neutral zu bleiben und versuche Empathie zu zeigen für die Leute. Dankeschön für diese Kommentare, die mich nachts einfach nur besser einschlafen lassen. Und mit Empathie geht es auch direkt weiter, denn Alicho Alicho schreibt, ich mag Maestro sehr, höre ihn sehr, sehr gerne zu, aber ich finde, er entwickelt ein bisschen zu viel Empathie. Bruder, es gibt nicht zu viel Empathie. Man darf sich nur selbst dabei nicht vergessen. Empathie ist was sehr Gutes. Wenn man immer dran denkt, was der andere damit meinte oder wie der andere sich fühlt, dann würden wir ein deutlich besseres Leben, eine bessere Gesellschaft führen können. Aber ich verstehe den Punkt, du denkst, dass ich vielleicht zu sehr abdrifte und Leute in Schutz nehme oder mich in Leute hineinversetze, die einfach Scheiße gebaut haben. Und da muss ich dir auch recht geben. Denn wie gesagt, ey, Werbung zu machen für Gleitgel und seine Community zu belügen, ich habe es im Video schon gesagt, aber ich wusste nicht, dass ich das so deutlich sagen muss, ist ekelhaft, Digga. Es ist einfach ekelhaft. Allgemein, zu lügen in seinen Stories für Geld ist ekelhaft. Einfach ekelhaft. Ich gebe dir recht. Rechtfertigt aber nicht, dass diesen Menschen dann auch Unrecht angetan wird. Der nächste Kommentar ist von Agi Apostoli. Er schreibt, Bruder, du findest einfach sehr oft die richtigen Worte. Starkes Statement. Ich küsse auch dein Herz. Dankeschön für deinen Kommentar. Ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, die richtigen Worte zu finden. Und ich zweifle immer so an mir. Habe ich das richtig dargestellt? Habe ich das gut rübergebracht? Waren meine Vergleiche überhaupt treffend? Weil manche schreiben Äpfel-Birnen-Vergleiche. Das wurde mir schon oft gesagt in meinem Leben. Aber mir wurde viel öfter, 10-mal so oft gesagt, dass meine Vergleiche relativ treffend und gut sind. Ich weiß nicht. Manchmal hat jeder mal so einen Apfel-Birnen-Vergleich. Aber am Ende des Tages, glaube ich, will ich ja ein bestimmtes Gefühl rüberbringen. Ich möchte, dass ihr ein bestimmtes System oder einen bestimmten Hintergrund erkennt. Und ich glaube, dafür sind die schon ganz gut. Wir machen weiter mit Kellerclocks. Er schreibt, Bro, du machst wieder denselben Fehler. Du deckst den Fehler von anderen genauso wie die anderen in der Öffentlichkeit auf. Ich sehe das nicht so. Ich, wie gesagt, bemühe mich immer, Leute positiv darzustellen. Aber wenn jemand sich in die Öffentlichkeit begibt und auf jemand anderes schießt, dann hat er sich selber in diese Situation gebracht, dass über ihn auch geurteilt wird. Denn jeder guckt dir jetzt zu, du hast 200 Millionen Klicks gemacht mit deinem Video und jeder denkt sich, okay, was sagt er? Dann darf man was Positives sagen wie was Negatives. Wenn ich ein Video mache und du machst ein Statement und sagst, finde ich unkorrekt, was er da gesagt hat, das und das und das und das ist nicht treffend, dann hast du mich nicht revealed. Ich habe mich selber revealed, weil ich an die Öffentlichkeit meiner Meinung gegangen bin. Aber wenn du mich morgen auf der Straße siehst und ich kaufe bei einem Laden ein, der nicht halal ist, und du machst ein Video und sagst, Maestro ist nicht halal und machst Fitna aus dem Nichts, dann ist es unfair und dann darfst du das nicht. Meiner Meinung nach. Da ist ein großer Unterschied, ob du aus dem Nichts jemanden auseinander nimmst und ein Thema aufmachst und schlecht darstellen lässt oder ob du jemanden kritisierst, der mit seiner Meinung in die Öffentlichkeit geht und gerade konstruktive Kritik für diese Meinung erwartet. Sonst hätte er ja auch die Kommentare ausschalten können. Der nächste Kommentar ist von Said Al-Amri. Er sagt, fand es auch ultra asozial, dass Enisa dort so hingerichtet worden ist nach dem Motto, sie ist die Einzige. Das ist auch ein Punkt,
Denn die gesamte Beauty-Branche, ich schwör's dir, ist durchweg gefühlt voll mit Leuten, die jeden Tag Werbung für irgendeinen Müll machen, den sie gar nicht kennen, den sie nicht fühlen, was sie zum ersten Mal in der Hand hatten, für Geld. Mich nervt es ja auch. Und ich stimme dir hundertprozentig zu. Und dann so einzelne Leute zu picken und die als Sündenbock darzustellen, finde ich halt auch nicht korrekt. Aber irgendwo muss man auch anfangen. Da muss man Marvin in Schutz nehmen, denn er kann ja nicht jeden Influencer simultan testen. Dann braucht er nicht ein Jahr für das Video, sondern 10, 20 Jahre. Und das erfüllt den Sinn dann auch nicht. Aber guter Punkt. Hansi Franzi schreibt, ja klar, wenn ich nur Coca verkaufe, dann arbeite ich auch für meinen Chef und habe keine Verantwortung. Was laberst du für ein Kack? Stellt euch mal vor, ich gehe auf eine Party, wo überwiegend Celebrities sind, okay? Und ich nehme eine Tüte Mehl mit und ich gehe zu den Leuten, die auf dieser Party sind und sage denen, das ist ein bisschen Koks, wie du sagst, jubel denen das unter und film, wie die das nehmen. Dann ist es falsch, dass sie Coca nehmen wollten. Natürlich, es ist falsch. Aber es ist richtig von mir, dass ich denen das angeboten habe, die dazu verleitet habe, das zu machen. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der das eigentlich gar nicht machen wollte, noch nie gemacht hat und auf der Party, dadurch, dass du es angeboten hast, vielleicht als 10. Person, die der Person das angeboten hat, vielleicht hat sie 9-mal abgelehnt und du bist der 10. und dann sagt sie, tamam, okay, ich probiere es aus. Wenn wirklich jeder das mir einfach so wild anbietet, kann sein. Ich will niemanden in Schutz nehmen, aber jemanden zu verleiten zu etwas und dann aufzudecken und den Finger auf ihn zu richten, finde ich einfach falsch. Meine Meinung kann falsch mitliegen, finde ich einfach falsch. Dann haben wir Lukas Paar. Er schreibt, anfangs dachte ich mir, was willst du denn jetzt? Solche Influencer kann man doch nicht mehr verteidigen. Aber mit der Zeit konntest du mich wirklich überzeugen. Echt top Video. Ich küsse dein Herz, Bruder. Lukas, Ehre geht raus. Du bist mit einer Kontrameinung gekommen und bist mit deiner Pro-Meinung gegangen. Ich bin stolz, solche Leute wie dich in der Community zu haben. Denn du zeigst, dass man immer neutral an eine Sache rangehen sollte. Und selbst wenn man das nicht ist, trotzdem zuhören und die Möglichkeit geben, sich überzeugen zu lassen. Und am Ende des Tages wollte ich diese Person ja gar nicht in Schutz nehmen, sondern wollte auf einen Missstand hinweisen, der auf beiden Seiten liegt. Und ich bin froh, dass du es gemerkt hast und verstanden hast, worum es mir ging. Kuss geht raus auf die Nuss. Dann haben wir The Niklose. The Niklose schreibt, Maisies macht doch jetzt nur Promo, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil er weiß, dass das Thema gerade hyped ist. Also was ich zu The Niklose sagen soll, weiß ich nicht. Dir brauche ich eigentlich. Dann haben wir Monkey D. Ruffy. Monkey D. Ruffy schreibt, das ist das höflichste Kritikvideo auf YouTube. Einfach ehrliche Kritik. Weiter so, Mayo Man. Ich küsse dein Herz. Genauso wollte ich das machen. Ein höfliches, respektvolles, ehrliches Kritikvideo. Konstruktiv. Und nicht dieses, oh, Kacke, Müll, Beleidigung, links, rechts, exposen. Sondern einfach nur sagen, ey, das und das und das fand ich unkorrekt, fertig. Höflich und verständlich. Das war's mit dem Video. Vielen Dank für alle, die die ganze Zeit am Start sind, die teilen, liken, kommentieren. Wir haben einen neuen Kanal, das ist der Majin Maestro Kanal, besser gesagt Wash macht den. Der Bruder lädt da jeden Tag hoch, Reactions und Highlights aus den Streams, das wolltet ihr die ganze Zeit. Die sind ja ein bisschen runtergefahren worden in letzter Zeit und viele haben mir gesagt, ey, wir vermissen das. Das könnt ihr dort jetzt machen, lasst ein Abo da, lasst Likes da auf den Videos, unterstützt den Bruder und natürlich auch mich gleichzeitig. Ich küsse eure Herzen, passt auf euch auf, bleibt sauber, bleibt stabil, höflich, respektvoll. Und was sage ich mal? Abschlusswort? Ich habe kein Abschlusswort. Schreibt es in die Kommentare.